Herr Kusenberg, Glückwunsch zum Einzug ins Grand Masters Finale. Dankeschön. Zum wievielten Mal sind Sie jetzt dabei? Zum fünften Mal. Zum fünften Mal? Ja. Zum fünften Mal in Folge auch? Oder? In Folge. Mhm. Wow. Immer unter den besten fünf. Immer unter den besten fünf? Immer unter den besten fünf, ja. Das ist wieder genehmigt. Und Sie spielen online bei GameSL jetzt wieder mal? Ja, auch 5 Jahre dann, ne? Und haben auch direkt mit der Masters-Qualifikation auch begonnen? Ja, natürlich. Mhm. Spielen Sie neben den Masters-Qualifikationsturnieren auch die normalen Geldduelle oder beschränken Sie sich eigentlich weiter? Eher selten. Die Geldduelle, da habe ich meist keine Zeit zu, weil ich sehr stark beruflich engagiert bin und noch 2 kleine Kinder habe, einen 3,5-Jährigen, eine 11-Jährige, die brauchen natürlich auch ein bisschen Unterstützung vom Vater. Ne? Ja, natürlich. Klar. Da ist meine Zeit fürs Spielen etwas begrenzter als bei anderen. Ne? Ja. Wie schätzen Sie grundsätzlich den Unterschied ein zwischen dem Online-Skatspiel und dem Live-Spiel an dem richtigen Tisch? Grundsätzlich gibt es ja keine Unterschiede, weil die Regeln sind ja genau die gleichen. Es gibt nur natürlich den Faktor des Ungewissen, dass man eben halt nicht weiß, mit wem spielt man. Ich will damit sagen, wenn man jetzt ein eingespieltes Team ist, wenn man jahrelang mit den gleichen Leuten spielt, dann ist natürlich die Spielweise eine ganz andere, als wenn man unerwartete Gegner hat und gar nicht weiß, ob die auf das eigene Spiel eingehen und ob die selbst bestimmte Situationen hervorrufen wollen. Da muss man halt ein bisschen Feeling für haben. Ne? Und grundsätzlich würden Sie sagen, dass die Spielweise als solche bei Online vielleicht etwas aktiver bzw. vielleicht auch zum Teil etwas aggressiver sein könnte? Oder würden Sie schon sagen, dass da jetzt kein großer Unterschied zwischen... Ja, ich denke schon, dass man hier und da eine etwas aggressivere Spielweise miterleben muss. Leider. Sicherlich, ich gebe zu, hier und da versucht man auch schon mal ein bisschen Risiko zu spielen, aber manchmal ist das unverständlich, wie Leute ohne Ass 96 reizen und dann nachher nur einen Bauer haben, wahrscheinlich den Karo-Bauer. Ne? Und ja, das ist natürlich nicht so schlimm. Aber ich habe also festgestellt, das wird immer seltener. Das war vor 3-4 Jahren, war das schlimmer. Und ich glaube, dass da diese Sanktionen sicherlich gefruchtet haben. Und das muss unbedingt beibehalten werden, weil ein fairer Spielverlauf, der ist nur gewährleistet, wenn diese Leute gebremst werden. Ja, diese Abreizer, die machen das Spiel ein bisschen kaputt. Und jetzt nochmal zu heute, zum Finale. Ja. Was versprechen Sie sich so grundsätzlich von dem heutigen Tag? Also wie rechnen Sie sich Ihre Chancen aus, wie ist Ihre Taktik? Ja, hier treffen natürlich die besten 100 oder 150 Skatspieler aufeinander. Ich denke, da gibt es keine so großen Qualitätsunterschiede. Also wenn man da 100 serviert, ist das sicherlich keine Blamage. Und ein bisschen Kartenglück muss jeder haben, um nach vorne zu kommen. Ja, das kann man nicht planen. Ne? Also, ich hoffe mal, dass ich das ganz locker in Angriff nehmen werde. Ne? Natürlich, so soll es ja auch sein. Ja. Und angenommen, Sie würden es jetzt ins Finale schaffen, also an den TV-Tisch, wo Sie dann mit den letzten 3 Spielern um die 25.000 Euro Sieggeld spielen. Mhm. Was würden Sie mit dem Geld machen? Selbstverständlich habe ich mir da noch gar keine Gedanken drüber gemacht, weil ich sowas noch nicht geplant habe. Aber ad hoc würde ich sagen, ja, so einige Anschaffungen im Wohnbereich, kleinere, würden sicherlich dann fällig werden. Ne? Okay, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg für die Scrum Masters. Dankeschön. Danke.